Der FSV Mainz 05 wartet seit Mitte September auf einen Bundesligasieg. Nach einem starken Saisonstart mit 7 Punkten aus den ersten 3 Spielen kamen in den darauffolgenden 6 Partien nur noch 2 Zähler dazu. Unter der Woche gab es dann auch noch das äußerst unglückliche Aus im DFB-Pokal beim FC Augsburg nach Verlängerung. Mit 9 Punkten rückt die Abstiegszone für die Mainzer immer näher. Ausgerechnet jetzt kommt mit Werder Bremen vielleicht das Überraschungsteam der Saison in die Opel Arena. Bundesliga, FSV Mainz 05, Werder Bremen, 18 Uhr im Live-Ticker. 17 Punkte aus den ersten 9 Bundesligaspielen hätte dem Team von Werder-Trainer Florian Kohfeldt vor der Saison wohl kaum jemand zugetraut. Service die Tabelle der Bundesliga. Doch am vergangenen Wochenende erlebte die Euphorie an der Weser einen herben Dämpfer. Mit 2:6 kamen die Hanseaten gegen Bayer Leverkusen unter die Räder. Die Bremer sind also schlagbar, doch 6 Tore sind von den Mainzern wohl eher nicht zu erwarten. Denn vor allem in der Offensive der Rheinhessen hakt es gewaltig. Erst 5 Tore erzielten die 05er, sind damit Ligaschlusslicht. Diesen Frust, den wir immer noch in uns haben, müssen wir in Energie umwandeln, sagte Sandro Schwarz und bezog sich damit auf das unglückliche Pokal aus. Der Knoten soll nun gegen Werder endlich platzen. Wir haben in den vergangenen Spielen gute Arbeit abgeliefert, aber an den Ergebnissen sehen wir es nicht. Wir werden alles reinhauen, um nun den Bock umzustoßen, auch mit der Unterstützung unseres Publikums, sagte Schwarz. Service der Bundesligaspielplan. Den Mainzern fehlt neben Riedle Baku auch Florian Müller. Der Torhüter musste das Training am Donnerstagabend wegen seiner Sprunggelenksprobleme abbrechen. Für ihn steht Robin Zentner zwischen den Pfosten. Die Aufstellungen: Mainz, Zentner, Rosinski, Bell, Niakate, Aaron, Kunde, Lazar, Gübamin, Würzius, Quaison, Mateta. Tenak, Schwarz, Bremen, Pavlenka, Gebre Selassie, Velkovic, Moisander, Augustinsen, Bargfrede, Maximilian Eggestein, Klaassen, Osako, Kainz, Kruse. Trainer, Kohfeldt, Schiedsrichter, Guido Winkmann, Kerken, Werder im Pokal mit Wiedergutmachung. Werder gelang nach dem Debakel gegen Bayer unter der Woche im Pokal Wiedergutmachung. Mit 5:1 gewannen die Bremer bei Weiche Flensburg. Trotz der komplett gegensätzigen Saisonverläufe warnte Kohfeldt davor, die Mainzer zu unterschätzen. Mainz hat zwar länger nicht gewonnen, macht aber einen stabilen Eindruck, erklärte er. Er warnte zudem vor dem Umschaltspiel der 05er. Mainz ist eine sehr schnelle Mannschaft, die gerne kontert und versucht im Ballbesitz die Zwischenräume anzuspielen. Von der schwachen Torausbeute der Mainzer will sich Kohfeldt nicht blenden lassen. Mainz hat Tempo auf den Flügeln, eine starke Anspielstation in der Mitte, deswegen ist es nicht ganz zu erklären, warum sie zuletzt nicht so häufig getroffen haben. Wir müssen aber daran arbeiten, dass der Knoten nicht gegen uns platzt. Gute Nachrichten gibt es personaltechnisch bei Werder. Philipp Bargfrede und Niklas Moisander stehen wieder zur Verfügung. Da wird auch Max Kruse wieder eingreifen, der zuletzt im Pokal eine Pause bekam. So können Sie FSV Mainz 05 Werder Bremen live verfolgen. TV, Sky Livestream, Sky Go Live Ticker, Sport 1.